Hi, hier ist Antonis von der Product Innovation Lounge und heute geht es weiter mit der Seitenansicht in Autodesk Alias. Und zwar hatte ich euch letztes Mal ja gezeigt, wie ich die Seitenansicht gemacht habe und versprochen, dass ich euch ein paar interessante Wege zeigen wollte, was man damit machen kann. Und darum geht es heute und zwar im Speziellen um Dynamo in Alias. Dynamo ist ja eigentlich ein Programm für parametrische Sachen. Meistens denkt man an parametrische Muster, aber dieses Mal geht es eben darum, zu zeigen, wie man mit Dynamo eben ein Subdivision-Modell erstellen kann, nur aus so einer Kurvenseitenansicht. Und da gehen wir jetzt rein. Ja, also in Alias seht ihr jetzt die Seitenansicht vom letzten Mal und zwar in der Palette unter Transform gibt es hier unten den Dynamo Player als auch Dynamo selber. Wenn ihr hier Doppelklick auf Dynamo Player macht, dann seid ihr eigentlich noch in Alias und das ist das Schöne. Und da kommt mittlerweile mit Alias kommen da einige Funktionen mit. Die findet ihr in der Installation unter Dynamo Sample Files und Dynamo Player. Und jetzt in der Version 2022.2 gibt es eben auch dieses Subdivision Car, was ich ziemlich lässig finde. Da seht ihr schon die ganzen Inputs, die ihr geben könnt, also typische fahrzeugnumerische Werte, aber ihr könnt auch Kurven eingeben. Fangen wir mal von oben an. Gleich als erstes Side Silhouette Optional, witzigerweise, könnt ihr die Kurven auswählen und da klickt ihr einfach einmal auf Select Curves und dann können wir hier die Kurven entlang wählen. Ich kann euch schon verraten, das Modell ist sehr low poly, das heißt, wenn hier ungetrimmte Kurven oder ähnliches ist, ist es nicht ganz so dramatisch, das schluckt das Skript relativ gut. Da gibt es ein paar andere Sachen, auf die man achten muss, aber das seht ihr gleich. So, wenn ihr das habt, dann klickt ihr einmal auf Accept. Ihr könnt als nächstes die Base Dimensions, sprich Spurweite, Track Width und Wheelbase, also sprich Radstand einzugeben. Ihr könnt aber auch eine Kurve definieren und das finde ich doch sehr lässig. Da wählen wir die Kurve an. Und genau, jetzt könnt ihr eigentlich noch viele andere Werte angeben, aber wir können auch erstmal auf Bild klicken und das Modell erstellen. So, und ihr seht, das Ganze sieht noch sehr unspektakulär aus und das liegt daran, dass diese Kurve, die Fahrzeugbreite definiert, liegt ja noch auf Y0. So, ich habe jetzt mal geguckt, was so ein Fahrzeug ungefähr haben sollte und ja, Moment. Ich habe hier mein Transform-Fenster sitzen. Da machen wir sowas. Dann sind wir bei. Na? So, jetzt haben wir eine Breite von 1800. Ja, also ich sag mal, gut kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Also ein Modell ist da und es hat in etwa die Dimension, die ich brauche. Und jetzt kann man auf jeden Fall gucken, wie kann man hier mehr rausholen. Also ihr seht, der gröbste Schnitzer, den ich sehe, ist, dass hier am Ende diese Enden vom Modell hier ganz oben hochschießen. Und da habe ich festgestellt, dass man hier diese Kurven ein wenig verlängern muss. Also wenn die da zu weit von der Radsichel quasi weg sind, dann da kommt er nicht so gut damit klar. Dann müsst ihr einfach die Endkurven ein bisschen verlängern. Und ja, da reicht es noch nicht ganz. Genau, so, super. Dann springen diese Fehler rein. So, das Ganze ist grün, sprich wir haben hier eine History drauf. Wir können noch zurück ins Modell springen und zum Beispiel einmal den Radius vergrößern. Sorry, das war jetzt vielleicht sehr optimistisch. Und die Radsicheln anpassen, das ist schon mal ziemlich gut. Okay.
80. Und genau, momentan habe ich es eingestellt auf manuelles Aktualisieren. Ah, da seht ihr hinten, muss ich wieder die Kurve verlängern. So. Kann auch sagen, vielleicht ist meine Seitenansicht auch nicht gut genug. So, dann gehen wir wieder rein. So, es gibt jetzt einmal die Möglichkeit, den Opening Angle einzustellen. Also das ist ein bisschen die Frage, ist es ein SUV quasi oder ist es ein Sportwagen? Also wie weit umfasst quasi das Fahrzeug, die Radsichel, die Räder, wobei ja auch das Fahrzeug. Und da sind wir eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. So, da würde ich sagen, sind wir doch an allen Stellen relativ nah dran. Das ist schon mal sehr gut. Wir können auch die Breite hier einstellen. Da sind wir ja momentan bei 50. Genau, da kann man die Radsichel quasi nochmal breiter machen. Beim SUV würde ich sowas in die Richtung einstellen. Dann könnt ihr die Topology einstellen. Das finde ich eigentlich eine sehr spannende Funktion. Sprich, ihr könnt einstellen, wie hier der Kreis aufgeteilt ist in Subdies. Ich selber aus meinem Maya Workflow, den ich hauptsächlich gemacht habe, tendiere eher zu geraden Zahlen, weil ich dann immer auf Radmitte quasi eine Reihe habe, aber ich muss gestehen, ich habe es auch schon hin und wieder betrogen, wenn es mir gepasst hat. Von dem her, also, aber trotzdem gut, wenn ihr schon wisst, wo ihr mehr Einteilung braucht. Ich meine, hier für die Seite, das finde ich eigentlich schon ganz praktisch. Aber für die Silhouette an sich finde ich die Aufteilung noch, naja, sehr unvorteilhaft. Also so, hier so detailliert und dann da oben so extrem grob, das möchte ich nachher ein bisschen harmonischer haben, aber das kann man eigentlich ja auch einstellen. Also schauen wir uns das weiter an. Across Span können wir uns auch nochmal anschauen. Das ist quasi, genau, ob hier auf der Radsichel nochmal eine Reihe drin ist. Also ich muss sagen, also nett, dass die Funktion da ist. Und es gibt vielleicht auch ein paar Mal den Bedarf, das zu machen. Dadurch, dass man mit Crease ja arbeiten kann, könnte man meiner Meinung nach eigentlich hier meistens mit zwei arbeiten. Genau, dann gibt es hier Spans Front to Back. Schauen wir mal, was hier passiert. So, genau, das ist der Stellhebel, den ich mag. Und da sieht man auch schon, dass es jetzt deutlich besser ist von der Verteilung. Also damit könnte ich mir schon vorstellen zu arbeiten. Könnte man fast noch einen reinsetzen. Ja, da seht ihr, da versucht er schon langsam näher an meine Silhouette zu kommen. Also schon spannend, muss ich sagen, was da probiert wird. Genau, wir können auch Spans Left to Right einsetzen. Das ist genau für die wie soll ich sagen, für die Aufteilung vom Fahrzeug. Ja, die sind alle sehr eng gestaucht in der Mitte. Also eigentlich wünschte ich mir die äußere Reihe weiter raus. Mal gucken, ob da noch was kommt. Auch hier tendiere ich zu geraden Zahlen, einfach weil ich dann eine Reihe auf Y0 habe. Normalerweise reicht jetzt die Aufteilung mit 4 nicht, also 4 Face-Reihen quasi, sondern würde ich die doppelte Anzahl nehmen. Allerdings wird es jetzt vom Workflow, finde ich das ein bisschen unvorteilhaft, denn jetzt unterteile ich mein Modell dermaßen hoch, dass ich nachher dann umso mehr korrigieren muss, um überhaupt an meine Skizze zu kommen. Also das ist ja für mich im Polygon- bzw. Subdi-Modeling-Workflow das Kritische, zu schauen, dass man möglichst zügig
die Änderung machen kann und dann erst, also quasi mit wenigen Punkten, die großen Themen reinblockt und dann anfängt, detaillierter zu werden, um die Sauberkeit reinzubekommen. Und deswegen würde ich jetzt mal hier so starten. Ja, nett ist auch, ihr könnt hier einen Offset in ins hintere Rathaus setzen. Ich dachte eigentlich, dass dann die Radsichel rein oder raus springt. Ah, okay, das ist quasi hinfällig, weil ich das über die Kurve definiere. Aber das möchte ich euch gleich zeigen. Ich glaube, hier könnt ihr auch noch die Höhe abweichen lassen. Offset Value, glaube ich, könnt ihr, genau, das ist eigentlich ganz nett, da könnt ihr quasi definieren, wie weit ihr einschnürt. Also sag ich mal, für Produktionsfahrzeuge geht da gar nicht mal so viel um die ganzen Scharniere und was es alles gibt, um natürlich auch möglichst viel Innenraum zu haben, passiert hier nicht viel. Und für Showcars und für die ersten Entwurfsmodelle geht man da meistens schön rein, weil dann die Highlights auch echt toll mitmachen. Ja, also es sind schon eine Menge Werte, muss ich sagen, aber es ist durchaus nett, damit rumzuspielen. Ihr könnt auch, also ich habe euch jetzt quasi die volle Funktionalität gezeigt, ihr könnt aber auch einstellen, dass ihr nur die Wheel Arches bekommt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, nur die Hälfte vom Fahrzeug zu erstellen. Ich bin mal gespannt, weil danach steht Complete Car. Das ist ein bisschen ein Widerspruch. Gucken, ob er jetzt ein halbes Auto macht. Ja, genau. Also so kann man auch nur eine Fahrzeughälfte bauen. Aber es erklärt sich letztendlich von selber. Ja, ach so, genau. Ich wollte euch noch zeigen, was diese Kurve hier macht. Ich habe außerdem mein Marking Menu geändert und bin noch ein bisschen am Suchen. Edit Point. So, da haben wir es doch schon. Und zwar habe ich schon ein bisschen getestet. Also letztendlich spielt die Krümmung von der Kurve keine Rolle und die Aufteilung. Es geht letztendlich um die Position der Edit Points. Und wenn ich hier jetzt hinten den Edit Point rausziehe, dann definiere ich damit den hinteren Radkasten. Sprich, also ich kann auch die hintere Spur deutlich verbreitern. Vielleicht bei einem Sport, von der Sportwagenvision, und ich kann aber auch damit den Radstand verändern. Und ja, also das finde ich schon eine sehr lässige Nummer. Man muss aber auch ganz klar sagen, also das ist jetzt abseits von der Designsprache von meinem Entwurf. Also ich habe jetzt ein sehr blobbiges Auto und meine Seitenansicht ist sehr anders. Aber ich finde trotzdem, dass mir natürlich die Zeit erspart wurde, überhaupt mal ein Volumen zu generieren, und auch die Radsicheln und alles wäre ja mal so weit da. Von dem her muss ich sagen, finde ich das super. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie das Ganze aussieht, wenn ich ein Stück weiter modelliere und wie nah ich letztendlich meinem Entwurf komme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.